Hallo und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter bei Warhammer 40k Rogue Trader. Was ihr aber wisst, weil ihr habt das Video ja angeklickt. So, wir gucken mal kurz in unsere Kolonieverwaltung und schauen mal, ob hier wieder Dinge passiert sind. Ja, sie sind passiert. So. Jetzt könnten wir hier noch die Ernte... Das schließt nichts aus. Ja. Okay. Geht unser Profitfaktor wieder um 1 hoch. Dann gehen wir auf Folstone. Gucken mal, ob wir hier... Ja, hier können wir nichts machen. Gehen wir auf Daphnus. Da kriegen wir die Fragmentgranaten. Okay, hier ist auch gerade noch nichts. Und traumlos. Ne, traumlos. Effizienz plus 2. Okay. Gut. Okay, Mechanismen. Wie viel? 12? Sicherheit nach oben. 5 mobile Extrakti. Das ist natürlich ganz cool. Bei Entdeckern geht tatsächlich der Dings hoch. Bequemlichkeit und Sicherheit. Hier geht die... Ah, okay, das blockiert die Hubkuppel. Das blockiert Heiliger Dienst und versteckte Lehre. Okay, die kann ich gerade sowieso nicht machen. Das heißt, das könnten wir tun. Das macht Ergonomie, das macht Bequemlichkeit und Sicherheit. Das würde die Effizienz machen. Ja, okay, dann geht es hier auf die Ergonomie. Das ist natürlich ein richtig guter Bonus, ne? Sicherheit plus 2. Ja, dann machen wir hier weiter mit der Sicherheit. Okay. Okay. Okay, und dann geht es für uns wohl hier oben weiter. Gut. Das wird jetzt eine lange Reise. Dann hier rüber. Dann hier auf den Knotenpunkt. Hier waren wir schon, hier waren wir schon. Profitfaktor erlangt. Sehr gut. Ich glaube, da können wir wieder Klinikverwaltung gehen. Okay. Auf Janus. Gucken wir mal, ob wir auf Janus noch was starten können. Nein, leider nicht. Okay. Okay.
Schmelzblaster. Gäbe es Vorreiter? Da haben wir schon was. Das Prometheum hier holen wir schon. Hierfür fehlen uns gerade die Einsicht. Das heißt, wir müssen hier lang. Okay, es ist nichts passiert. Okay, hier gibt's nichts. Den Weg hier nehmen wir nicht. Feinde der Menschheit wurden an Bord des Schiffs gesichtet. Warp-Monster haben die Crew einer der Makrokanonen verzaubert und alle massakriert, die sich der Ketzerei widersetzt haben. Der Lord Captain ist ihre einzige Hoffnung. Wird militärische Ausrüstung erhalten und die Chance, ihren Wert zu weisen, indem sie die Feinde des Lord Captains besiegt. Der Sieg über die Feinde des Feindlers hatte einen hohen Preis, aber die Decks sind von der Warp-Brut gesäubert, auch wenn das Blut hunderter Raumfahrer nötig war, um die Spuren ihrer Anwesenheit wegzuwaschen. Okay, es wird krasser, okay. Der Warpschwung war ein Erfolg, doch die Voxmeisterin berichtete von folgendem Vorfall. Wunderschön blühende Kletterpflanzen hatten in Lademodul 6 das Deck und die Schotten bedeckt. Zwei Arbeiter hatten sich hinuntergebeugt, um die Blüten zu bestaunen, und die Pflanzen hatten ihre Gesichter verschlungen und sie dann erwürgt. Das Modul wurde versiegelt und gesäubert. Wir hätten hier die Vorräte noch einsammeln können. Nun gut. Wir springen hier hin. Okay, es ist gefährlich. Seit dem Beginn des Warpsprungs verbreiteten sich unter den Raumfahrern Gerüchte von bösen Omen. Plötzliche Todesfälle in der Crew, entstellte Leichen, gruselige Schatten, die hinter den Schotten lauern. Einen Terratag später offenbarte das Mysterium sich auf schändlichste Weise. Durch einen Anschlag auf das Leben des Freihändlers, die Frage, wie die Drukhari Xenos an Bord des Schiffs gekommen sind, muss ein andermal geklärt werden. Vorerst muss der Lord Captain um sein Leben kämpfen. Okay. Da ist auch noch einer. Die machen wir auch weg. In Vorbereitung. Okay. Gucken mal. Hier ist noch einer. Oh, hier drüben geht es dann auch noch weiter. Gut. Pascal geht hier hin. Du gehst hier hin.
auch noch eine Falle. Ist hier hin. Okay. Wir ziehen mal Argenta. Hier hin. Da ist auch noch eine Falle. Okay, das wird richtig ungemütlich. Und Percival. Hier kann er nicht hin. Das heißt, er geht hier hin. Okay, dann beginnen wir den Kampf. Du bist in Deckung. Das heißt, wir machen erstmal hier die perfekte Position. Dann machen wir die Maschinengeist-Kommunion. Ja. Und dann. Ah, das hier wollen wir. Genau. Nehmen wir die zwei raus. Okay. Und wir haben noch einen Punkt. Dafür könnten wir. Hier das Stützpunktstrategie setzen. Das hier geht auch nicht. Machen wir hier taktisches Wissen. Okay, was macht das bei Feinden? Okay. Machen wir so. Okay. Da sind wir durch. Okay, machen wir so. Das hat Argenta ein bisschen wehgetan, aber das ist okay. Dann ist Argenta dran. Und du könntest doch schießen, oder? Ja. So, nehmen wir dich mal raus. Okay, der hatte eine Sprenggranate in der Hand und das hätte wehtun können. Okay. Dann. Okay, sie hat niemanden mehr im Blick, glaube ich. Nein. Okay. Ist sie auch durch? Schön nah ran, sehr gut. Das nicht. Vielleicht wegen der Psionik. Dann machen wir erstmal Wort des Imperators zum Buffen. Keine Sicht. Jetzt da. So. Pascal. Du darfst hier mal zwei rausnehmen. Jetzt mal hier. Okay. Okay, Agent hat es wieder abgekriegt. Das macht Schleier.
hier drauf. Ja, probieren wir es. Okay, das war noch eine Sprenggranate. Und wir holen uns noch den Vorteil ausweiten. Entschuldigung. Okay, entweder den oder den. Sehe da auch das Ding hier. 65, 65. 20. 32. Sieht es dann hier aus? Hier gehen. 65, das machen wir. Mhm. Ballern. Und nehmen für einen Punkt. Probieren wir ihn hier. Okay. Lass mir hier die ganzen Fallen wegmachen, bevor wir uns sonst bewegen. Oh, giftige Messer, okay. Hier geht's raus zur Karte der Coronus-Ausdehnung und hier geht's auch zur Karte der Coronus-Ausdehnung. Okay. Und alle einsammeln. Ja. Okay, wir gucken mal auf die kontinentale Welt, ob wir da diese kleine Eigenart schon erforscht haben.
goldenen Wälder von Emberwald sehen selbst aus dem Orbit wie verzaubert aus. Gut fordern. Okay. Okay, nichts ist passiert. Wir haben 9 Extrakte, das heißt, wir holen jetzt hier die Vorräte. Das sind 2. Annehmen. Sehr gut. Gut. So, dann springen wir hier hin. Das Eldari-Versteck finden. Naja, wir könnten quasi hier hin. Ne, wir müssen Punkte sparen, damit wir dann quasi von der Karte wieder wegkommen. Ein Hilferuf hat die Stille eines ereignislosen Warpflugs durchbrochen. Auf einem der Lagerdecks ist etwas Düsteres im Gange. 2 Trupps wurden bereits ausgeschickt, um Nachforschungen anzustellen, und beide sind verschwunden. Leider lässt sich nur durch einen persönlichen Besuch des Feindlers und seines Gefolges in Erfahrung bringen, was aus ihnen geworden ist. Okay. Ja, die Karte kommt mir doch bekannt vor. Okay. Guck mal kurz hier auf M. Seuchenhüter und hier ist noch ein Seuchenhüter. Okay. Dann gehst du hier hin. Pascal geht hier hin. Argenta geht. Du kommst bis hier hin. Sehr schön. Abelard kommt. Der kann nicht so weit laufen. Ja, dann gehst du hier hin. Und Percival geht hier hin. Okay. Bis 32. Ja, dann wird's. Ah, beziehungsweise wartet mal. Ach, der ist nicht mehr in Reichweite. Okay. Dann. Okay, das tat weh. Okay, damit laden die sich wieder auf. Okay, ich verstehe.
Oh, verfehlt. Na gut. So, geht hier hin. Geht das von nochmal 15? Jetzt hat er noch einen. Dann ist Agenta nochmal dran. Und die schießt für 90%. Okay. Lage ein bisschen prekärer. Was hier? Okay. Dann der nächste Hieb kostet nichts. Das war dann nicht. Okay.
Okay, wieso können die hier nicht angreifen? Okay, wieso kann ich gerade nicht angreifen? Jetzt ist er weg, okay. Hast du wohl? Okay, Percival reißt heute mal was. Welche? Okay. Ah nein, wir machen Blechenangriff hier hin. Sehr schön. Das hier ist die Frontlinie. Und hier ist, kommt ein Stück von Strategien drauf. So. Und wir machen die perfekte Position. Nächsten Schritt. Okay, dann schauen wir mal, dass wir hier die Seite zumindest frei halten. Ach, ist da noch einer aufgestanden, hier hinten auch noch. Thank you.
Okay, wir machen es mit den 65%. Okay. Und versuchen mal den Schleier nicht schlimmer zu machen. Ach so, ich hatte die Waffe nicht an. Okay. Sturm. Ja, das ist zu nah. Mist. Wir nehmen den verheerenden Angriff. Oder? Nicht im Rand. Okay. Okay. Das ist ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen schießen. Aber manchmal muss das sein. Okay. Für eine Richtung entscheiden. Hier kriege ich mehr. Das ist hier hinten ist auch noch einer. Ja. Rausnehmen. Und ihn hier. Und erkennt. Gerade nicht viel. Wir machen Mord des Imperators. Alle sind drin. Achso. Du kommst mal hier hin. Ach Mist. Okay. Okay. Okay, das könnte der letzte sein. Mit 30%, nein, dann machen wir den hier. Jawohl. Oh.
Über Schändlichkeit und Erlösung. So, jetzt können wir hier runter. Die gelblichen Seiten dieser abgegriffenen Broschüre riechen süßlich nach Fäulnis. Das Universum ist getränkt mit bösem Blut und ungebremster Lasterhaftigkeit. Ehrenlosigkeit und Moral und Lügen durchziehen die Luft auf allen Welten. Qual, Leid und Schmerz gedeihen in uns. Unterwerft euch, bereut und akzeptiert euer Schicksal, in Schändlichkeit und Niedertracht zu leben und zu sterben. Diese allgegenwärtige Krankheit durchzieht die Leere zwischen Sonnen und Welten. Jedwede Existenz, so ewig und unerschütterlich sie scheinen mag, wird eines Tages untergehen und zu Staub werden. Die Städte von heute werden die Ruinen von morgen. Das rotwangige Mädchen wird zu einer abstoßenden Vettel und der Soldat, der zum ersten Mal ein Schlachtfeld betritt, wird für immer dort bleiben und in der blutigen, verrottenden Masse zahlloser anderer versinken. Aber öffnet euch der Wahrheit. Wenn Verderbtheit, Schmutz und Schändlichkeit ewig und allumfassend sind, dann sind sie es auch wert, vor ihnen das Haupt zu beugen. Und darin liegt unsere Hoffnung, indem wir uns auf die verfaulte Missgestalt der Existenz zurückziehen und sie in all ihrer Hässlichkeit annehmen, können wir mit unserer Natur ehrlich und aufrichtig umgehen. Wir können dem Untergang des Vergessens entgehen und eins werden mit der Ewigkeit, wenn wir die Fäulnis der Welt durchschritten und ihr morbides und unveränderliches Elend anerkannt haben, eröffnet sich uns die sanfte und heilende Wärme des wahren Glaubens in einer unendlichen Gnade. Und dadurch entdecken wir endlich den Pfad zur Erlösung in die treusorgende Arme des großen Verpesters, in sein verrottendes und alles akzeptierendes Herz, wo Platz ist für alle wahren Gläubigen. Kann das hier rüber? Nein, das kommt hier zu Questgegenständen. Und hier, Questgegenstände. Okay. Ja, Giftdolche. Nee, das ist ein normales Kettenherz. Okay. Gut. Ja, dann hier mal bitte noch. Und was haben wir hier? Okay, eine bestimmte Axt. Okay, und damit gehen wir wieder zurück auf die Karte und aus dieser Folge. Ich verabschiede mich und hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mir mal ein Däumchen hoch da. Das würde mich sehr, sehr freuen und hilft dem Algorithmus, um zu entscheiden, ob er dieses Video anderen Leuten auch zeigt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, euer Sven. Ciao, ciao.